Das ist Manhattan, Baby. Hier ist alles gleich. Außer, dass ein Teil die Kohle hat, der andere nicht. Ich singe hier auf Park Avenue, weil ich da unten hin will. Auf die andere Park Avenue. New York City. Eine Stadt wie ein ganzes Universum. Mittendurch führt die Park Avenue. Zwei Worte, weltberühmt, eine magische Adresse. Jener, die haben, und derer, die ihnen dienen. Für mich ist die Park Avenue der amerikanische Traum. Natürlich, der Großteil der Bevölkerung leidet. Dennoch, Amerika bleibt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das Land der wachsenden Selbstzweifel. Es gab mal eine Zeit, da war es großartig, Amerikaner zu sein. Jetzt müssen wir erst wieder in die Spur kommen. Eine Straße, zwei Reporter, viele Geschichten aus einem gespaltenen Land. Im reichen Süden Manhattans startete eine, auf dem Weg nach Norden. Am oberen Ende startet der andere, aus den Tiefen der Bronx gen Süden. Hier ist die Park Avenue, die Schlagader eines anderen New York. Viele andere Kinder, so mit 17, nehmen Drogen und so ein Zeug. Ich bin nicht einer von diesen. Rau, hart, geprägt von Gewalt und Armut. Ich habe Leute ausgeraubt, Drogen verkauft. Hätte ich dich umbringen müssen, hätte ich es getan. Die Straße liebt niemanden. Park Avenue. Das sind 16 Kilometer Amerika, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nur die Stärksten überleben am oberen Ende der Park Avenue in der Bronx. José musste das früh lernen. Die Mutter drogensüchtig, der Vater Dealer. Erschossen, als José 7 war. Seitdem schlägt er sich alleine durch. Fast jeder hier draußen hat eine negative Einstellung. Es gibt hier nichts Positives. Die leben ihr Leben Minute für Minute. Keiner denkt an morgen. José zeigt uns seine Bronx. Hier, rund um die Park Avenue auf Höhe der 180. Straße, war er jahrelang ein gefürchteter Gangster. Damals wären wir ihm besser nicht über den Weg gelaufen, sagt er. Erst recht nicht bei Nacht, denn dann wird hier alles anders. Ich habe Leute ausgeraubt, Drogen verkauft. Wenn ich dich hätte umbringen müssen, hätte ich es getan. Die Straße liebt keinen. Hier ist kein Platz für das Leben. Hier gibt es keine Sonne. Hier herrscht ewige Dunkelheit. Hast du auch geschossen? Ja. Auf Menschen? Ja, habe ich doch gesagt. Das war das Leben, das ich gelebt habe. Entweder du oder der andere. Was sind das für Narben? Das war im Knast. Schau hier. Da ist ein Typ von hinten gekommen und hat mir diesen Schnitt verpasst. Warum? Weil ich seinen Freund abgestochen habe. Das war die Rache, ist doch klar. Wenn du nach diesen Regeln lebst, passiert dir das eben. Alles kann passieren. José will nicht mehr nach diesen Regeln leben. Immer wieder hat er gesessen, insgesamt 15 Jahre. Nie wieder hat er sich geschworen. Doch es ist schwer, dem Leben auf der Straße zu entkommen. Hier oben ist die Park Avenue die Straße der Verlierer. Und jener, die ums Überleben kämpfen, jeden Tag aufs Neue. José hat nie etwas anderes kennengelernt. Downtown Manhattan, unerreichbar. Fast 35 Jahre lang war er gefangen in einer Parallelwelt aus Drogen, Gewalt, Geschäften, Abhängigkeiten. Der Ausbruch gelingt ihm erst durch die Liebe einer Frau, die es irgendwie schafft, zu ihm durchzudringen. Daisy, eine Verkäuferin vom Laden an der Ecke, verliebt sich in ihn. José erfährt zum ersten Mal echte Zuneigung. Eine völlig neue Erfahrung, die sein Leben auf den Kopf stellt. Ich habe sein Inneres gesehen. Wie sagt man, ich habe gesehen, dass er einen guten Kern hat. Ich habe ein treues Herz. Das hat sie erkannt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Da ist was in mir passiert. Hey Mann,
Diese Frau sagt die Wahrheit. Probier das doch mal aus. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Alles andere habe ich ja schon gemacht. José erzählt uns seine Geschichte, weil er anderen ein Vorbild sein will. Vom Verbrecher zum Familienmenschen. Ein Neustart. In Amerika ist es stets wichtiger, wohin man geht, nicht woher man kommt. Ich sehe mich zum ersten Mal alt werden. Alt und grau. Ich habe meinen Frieden gefunden. Alt und grau werden in der Bronx. Josés bescheidener Traum vom Glück. Im Süden der Park Avenue in Manhattan leben die Menschen, die andere Träume verwirklicht haben. Und dazu gehört schon die Adresse. Für das Park Avenue im Briefkopf zahlen manche Millionen. Ein repräsentativer Auftritt ist hier erste Pflicht. Das gilt sogar für ein schlichtes Treffen, um eine Wohnung für den Verkauf vorzubereiten. Die Clayas helfen gerne dabei. Mutter Michelle, die Töchter Sabrina und Samantha nennen sich die Immobilienköniginnen von New York. Seit Jahren haben sie sogar eine eigene Reality-Show im Fernsehen. Selling New York, New York verkaufen. Der Zuschauer ist dabei, wie die teuersten Apartments die Besitzer wechseln. Wir begleiten die Maklerinnen bei einem ganz alltäglichen Geschäft, in einem vergleichsweise günstigen Objekt an der Park Avenue. Wie groß ist das Apartment nochmal? 250 Quadratmeter. Und der Preis? $9,850,000. Kein Schnäppchen, aber wer hier auf Wohnungssuche geht, lebt jenseits solcher Fragen. Zwei Schlafzimmer hier und zwei am Ende des Ganges. Oh, das sind aber große Fenster. Die Verkäuferin der Wohnungen hat die Clayas engagiert, weil sie die besten Kontakte zur feinen Gesellschaft haben. Für jedes der vier Schlafzimmer gibt es ein eigenes Badezimmer, für das Hauptschlafzimmer sogar zwei. Ja, so sollte es sein. Getrennte Badezimmer sind besser für die Ehe. Top-Immobilien auf der Park Avenue zu verkaufen, ist kein Job, sondern eine Leidenschaft. Dieser Kleiderschrank ist größer als manches Schlafzimmer in New York. Fabelhaft. Man muss Teil des Ganzen sein, sagen die Clayas, denn dies ist eine andere Welt, in der man am liebsten unter sich bleibt. Es hilft ungemein, dass die Mädchen auf der Park Avenue aufgewachsen sind. Wir wissen alles über diese Straße. In diesen tollen Gebäuden hatten wir Kinder, unsere Spielkameraden. Ich erinnere mich, wie ich mal in Nummer 740 war. Ich erinnere mich noch immer an diese Wohnung. Vor allem Mutter kennt jeden Grundriss in jedem Gebäude. Geld allein reicht nicht. In jedem Haus entscheiden die Eigentümer, ob der mögliche Käufer standesgemäß ist, um dort einziehen zu dürfen. Wir wissen einfach, welche Ansprüche die Eigentümer an die Käufer stellen, welche Clubmitgliedschaften erwartet werden, welche sozialen Referenzen. Das ist sehr wichtig auf der Park Avenue. Viele möchten nur mit ihresgleichen zu tun haben. Das ist so ein Gefühl, wer auf der Park Avenue lebt und aufgewachsen ist, der gehört dazu, weil er die gleichen Träume hat. Die Häuser im Süden der Park Avenue stehen für Geld, Macht und sozialen Status. Die Architektur spiegelt das wider. Faszinierend für den Fotografen Jesse Harris. Er lebt und arbeitet auf der Park Avenue. Park Avenue ist die beste Straße der Welt, ein magischer Ort. Ich lebe seit 26 Jahren hier und werde täglich daran erinnert, wie glücklich ich sein kann, hier zu fotografieren. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Die Pracht der Park Avenue strahlt wie eh und je. Doch für Jesse hat sich hinter den Fassaden einiges geändert. Amerikas Selbstvertrauen brach mit dem 11. September. Daran erinnert ihn jedes Mal der Blick von seiner Terrasse, auf die Stelle, an der das World Trade Center stand. Es ist immer ein Gefühl der Leere, auf diese Lücke zu schauen. Die Zwillingstürme waren das Symbol Manhattans. Und sie hatten darüber hinaus eine Bedeutung. Sie waren ein Ausdruck unserer wirtschaftlichen Überlegenheit. Mit der ist es seit der Wirtschaftskrise auch vorbei, sagt Jesse, und der Politik fehlen die rettenden Ideen. Jetzt ist die Situation so festgefahren. Präsident Obama hat vor 4 Jahren die Wende versprochen. Aber eigentlich hat sich nichts geändert. Er hat ein paar gute Sachen gemacht und ein paar weniger gute. Aber die Trendwende bleibt aus. Hier sorgen sie sich, wie sicher ihr Wohlstand in Zukunft noch bleibt. Park Avenue, die Straße der Extreme.
Wanderer zwischen den Welten gibt es nur wenige, am ehesten noch die Taxifahrer. Auf dem Weg nach Norden treffen wir einen, der auch persönlich diese Reise gemacht hat. Jack Elvo war ein erfolgreicher Börsenmakler. Mit dem Crash kam auch für ihn das aus. Seitdem hält er sich mit Taxifahren über Wasser. 200 Menschen steigen jeden Tag bei ihm ein und erzählen. Für die Superreichen existiert die Rezession überhaupt nicht. Die bekommen das gar nicht mit. Die fliegen um die Welt, geben ihr Geld aus, machen ihr Ding, als sei nichts geschehen. Sie machen Geschäfte und nutzen sogar noch die Schwäche der Wirtschaft aus, um mehr zu verdienen. Aber es gibt auch die Kehrseite. Und auf der wird es immer schwerer, überhaupt noch einen Dollar zu verdienen. Wie in der Bronx. Dort zählt für viele seit Jahrzehnten nur der Moment. Der einzige Ausweg ist harte Arbeit. Die alte Gurkenfabrik auf der Park Avenue riecht man schon von Weitem. Beißender Essig durchdringt alles. United Pickle, die Vereinigten Gurken von New York. Seit Generationen ist die Firma in Familienhand. Wenn du einmal unsere Gurken probierst, bist du dein Leben lang süchtig. Die besten Gurken der Welt. Schuften in Essig. Für umgerechnet 5 Euro die Stunde. Eine Arbeit, die nichts verlangt. Außer Einsatz. Viele Arbeiter kommen direkt von der Straße. Was du vorher gemacht hast, zählt nicht. Nur, dass du diese Chance nutzt. So wie José, den wir hier wieder treffen. Mit der geheimen Essigrezeptur fing alles an, erzählt uns der Chef Steve Leibowitz. Vor über 100 Jahren kam sein Großvater aus Russland mit nichts. Er verkaufte Gewürzgurken an der Straße. Vom Niemand zum Unternehmer, ein klassischer Aufstieg. Nirgendwo geht das so gut wie in Amerika. Es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht zu arbeiten. Zur Not fängst du an als Geschirrabspüler oder Aushilfe in einem Restaurant. Du kannst bei einer Fabrik anheuern. Es gibt Arbeit da draußen. Aber du darfst dir für nichts zu schade sein. Du musst ganz unten anfangen und dich hocharbeiten. Das ist der amerikanische Traum. Auch für José. Der Job in der Gurkenfabrik ist seine erste legale Arbeit. Gurken bestimmen mein tägliches Leben. So verdiene ich mein Geld und so leiste ich meinen Beitrag zur Gesellschaft. Die Gurken sind's, Baby. Die Gurken haben sein Leben verändert. Mir hat noch nie jemand ein Kompliment gemacht. Aber hier sind sie sogar stolz auf meine Arbeit. Vor 100 Jahren war die Bronx rund um die Park Avenue vor allem ein Gewerbegebiet. Aus dieser Zeit hat noch ein Betrieb überlebt. Franks Sportgeschäft an der Park Avenue. Seit einem halben Jahrhundert führt es der Junior. Sein Sohn Moses, genannt Mo. Der 84-Jährige ist ein stadtbekanntes Original. Schlagfertig kommentiert er alle Lebenslagen und schimpft meistens über die Steuern von New York. Ich zahle Gebühren für dieses Schild da drüben und da. Die Stadt ist wirklich gut im Geld eintreiben. Ich wusste gar nicht, dass ich 4 Schilder habe, bis ich die Rechnung von der Behörde bekommen habe. Das sind solche Schlaumeier. Kaum jemand kennt die Park Avenue in der Bronx so gut wie Mo. Er zeigt uns, wo er aufgewachsen ist. In den letzten Jahrzehnten hat sich hier viel verändert. Wer sein Glück gemacht hat, ist weitergezogen. Mo ist trotzdem geblieben. Wenn du bereit bist, dich reinzuhängen, dann kannst auch du deine Träume leben. Viele sagen aber, die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Das geht mir auf den Wecker. Die das immer sagen wollen, nur das Land spalten. Du bist schlecht, weil du Geld hast. Du bist gut, weil du arm bist. So ein Quatsch. Nur weil du arm bist, bist du doch kein Heiliger. Und du bist auch kein Teufel, nur weil du reich bist. Hör zu, das ist Amerika. Wenn du es geschafft hast, dann weil du es verdient hast. So wie Mo. 84 Jahre Bronx, Park Avenue. Für ihn das wahre New York. Pass auf, diese Park Avenue bedient die andere unten in der Stadt. Von hier kommen die Leute, die die andere Park Avenue gut aussehen lassen. Ohne die Park Avenue hier oben hätten die da unten Probleme. Denk an Leute wie den Pförtner, der dir die Tür aufhält. Er arbeitet in der Park Avenue, aber er schläft in der Bronx oder in Brooklyn. Wer dient, pendelt. Manhattans glitzernde Welt funktioniert nur mit Heerscharen von arbeitswilligen Menschen. Täglich fahren sie aus den Vororten in die Maschinenräume der Stadt. Scott Cohen arbeitet auf der Park Avenue als Doorman, mehr als ein deutscher Hausmeister. 5-mal pro Woche fährt er 1/4 Stunden zu seinem Arbeitsplatz.
Scott ist verheiratet, hat ein Kind und muss seine Schwiegermutter mitversorgen. Sein Geld reicht gerade so. Die Leute müssen erkennen, dass es schwieriger geworden ist, genug Geld zum Leben zu verdienen. Auch wenn man hart arbeitet, ist es nie genug. Ich habe zwei Jobs. Einer reicht einfach nicht, deshalb habe ich zwei. Und dann reicht das Geld? Es reicht zum Überleben. Sparen kann man nichts. Täglich fahren 1,6 Millionen Menschen nach Manhattan zur Arbeit. Bei seiner Arbeit dürfen wir Scott nicht drehen. Die Eigentümer der Wohnungen auf der Park Avenue haben das nicht genehmigt. Privatsphäre und Diskretion sind hier heilig. Scott hat Angst, seinen Job zu verlieren. Seine Schicht beginnt um 10 Uhr abends und endet am nächsten Morgen um 7. Trotz allem, er liebt seine Arbeit. Und wir halten Abstand. Der Doorman öffnet nicht einfach nur die Tür, ruft ein Taxi. Es geht um Dienstleistung für die Menschen, die im Gebäude wohnen. Sie könnten Hilfe der Post gebrauchen. Sie brauchen jemanden, der ihnen was trägt. Sie brauchen jemanden, der ihren Hund Gassi führt. Ein Paket soll hochgetragen werden. Dinge wie diese machen den Service aus. Meines Erachtens gibt es schon seit längerer Zeit keine Mittelklasse mehr. Nicht nur in New York, sondern im ganzen Land. Es gibt nur noch Reich, Reicher und Arm. Die Reichen treffen sich in der Park Avenue Nummer 4, Wolfgangs Steakhouse. Eine erste Adresse. Art Deco-Decke, erlesene Weine und ausgesuchtes Fleisch. $100 kostet so ein Steak. In der Küche schuften Männer lateinamerikanischer Abstammung. Ohne Vorbestellung keine Chance. Das Edelrestaurant ist Treffpunkt für die Schönen und Reichen. Vor 8 Jahren hat der aus Deutschland stammende Wolfgang Zwiener dieses Steakhouse eröffnet. Der gelernte Kellner besitzt mittlerweile 7 Restaurants. Du kriegst nichts umsonst. Die Möglichkeit ist immer hier. Wirklich, auch jetzt. Auch wenn die ganze Lage nicht so gut ist. Aber wer arbeiten will und wer spart. Kann denn beispielsweise so ein Mensch wie jetzt hier Oberkellner, der hier rumkellnert, oder Ihr Chefkoch, denken Sie, dass der in ein paar Jahren auch seinen eigenen Laden aufmachen wird? Du musst vielleicht dafür ein bisschen geboren sein. Nicht alle haben. Und eine Portion. Im Herzen von Harlem dagegen, im Norden, weicht die Nacht dem immer gleichen Alltag. Viele haben 2 bis 3 schlecht bezahlte Jobs, um über die Runden zu kommen. Viele Mütter sind alleinerziehend. Die Kinder müssen schauen, wo sie bleiben. Manche aber haben Glück. Mitten in Harlems ärmster Gegend befindet sich eine einzigartige Schule. Wenn Pause ist, wird die Straße gesperrt. Geschützt vor der gefährlichen Außenwelt. Eine Insel zum Lernen und Kindsein. Finanziert wird die Schule ausschließlich von Spenden, eine amerikanische Tradition. Für die Wohlfahrt sorgt vor allem der Bürger, weniger der Staat. Doch der müsste viel mehr eingreifen, klagt der Schulleiter. Wer hier in arme Verhältnisse hereingeboren wird, hat extreme Nachteile. Du hast eine viel größere Chance, wenn du als Kind der Reichen und Mächtigen geboren bist. Wenn wir als Amerikaner das ignorieren, wenn wir weiter die Augen verschließen vor den ganzen realen Problemen, Rassismus, sexuelle Diskriminierung, Schwulenfeindlichkeit, dann werden wir nie weiterkommen als Nation. Wir haben so viele Probleme. Es ist zum Beispiel so, dass ein kleiner Bruchteil unserer Gesellschaft den Großteil allen Vermögens besitzt. Damit ist doch etwas verkehrt. Den Lehrern geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Die Kinder sollen lernen, an sich zu glauben.
so im Kunstunterricht. Ein Luxus, den sich viele staatliche Schulen hier nicht leisten. Kreativ sein, Gefühlen freien Lauf lassen, sich öffnen für die Welt da draußen, jenseits von Harlem. Zu denen, die das Glück haben, hier lernen zu dürfen, gehört Tarek, 14 Jahre alt. Außerhalb der Schule lässt ihn seine Mutter Hope nicht aus den Augen. Jeden Tag holt sie ihn ab. Der Heimweg ist nur kurz, rüber auf die andere Seite der Park Avenue. Doch in dieser Gegend regieren die Straßengangs, blüht der Drogenhandel. Sie wohnen in einer der typischen Mietskasernen. Ein sozialer Brennpunkt, vor allem die Innenhöfe. Unsere Kameras werden nicht gerne gesehen. Viele verbringen den ganzen Tag hier. Rumhängen, diskutieren, streiten. Allein in diesem Hof sind in den letzten Monaten 3 Jugendliche erschossen worden. Kein Ort für Hope und ihre Kinder, doch sie will uns zeigen, wovon sie sich und ihre Familie abgrenzen will. In so einer Gegend brauchen die Kinder feste Strukturen, Werte. Wenn es einen klaren Rahmen gibt, können sie sich entfalten, das tun, was sie möchten. Aber wenn das fehlt, dann machen sie irgendwas, hängen rum oder gehen ziellos durch die Gegend. Und dann sind sie plötzlich älter und haben nichts. Deshalb ist es wichtig, diesen Hinterhof hier hinter sich zu lassen. Hier kann man nichts fürs Leben lernen. Das Leben im Ghetto von Harlem verlangt Disziplin. Nicht links, nicht rechts schauen, ein klares Ziel vor Augen haben. Irgendwann wollen sie raus hier. Doch dazu fehlt das Geld. Ihre Wohnung im 6. Stock ist ihr Rückzugsort. Hope muss sich allein um ihre 3 Söhne kümmern. Vor einem Jahr starb ihr Mann. Hope arbeitet als Kindergärtnerin, studiert nebenbei, macht den Haushalt und jeden Abend Essen. Für sie ist die Familie die Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft. Das würde sie auch gern den Nachbarn sagen. Es wäre ja schon ein Anfang, wenn die mal hochgehen würden und kochen, den Kindern ein Heim bereiten. Ein gesundes, sauberes Umfeld für die Kinder, damit die etwas haben, auf das sie sich verlassen können. Im Wohnzimmer macht Tarek seine Hausaufgaben. Mathematik. Warum gerade Mathe? Tarek wird philosophisch. Bei Mathe gibt es immer eine richtige Antwort, nie eine falsche. Wenn man im Leben etwas richtig macht, kommt man weiter, bis man etwas falsch macht. Und dann muss man es so lange aufs Neue probieren, bis man es richtig hinbekommt. Klar zu wissen, was falsch, was richtig ist. Ein kostbares Gut in einer Gegend, die eine einzige Grauzone ist. Disziplin und Bildung sind der Schlüssel zu einem besseren Leben. Das predigt Hope ihren Kindern. Du darfst dich nicht vom Zustand der Gesellschaft runterziehen lassen. Viele Leute glauben, sie müssten eins mit ihrer Umgebung sein. Sie geben der Gesellschaft die Schuld an ihrer Lage. Doch für mich ist das nur eine Ausrede. Sie sollten lieber wieder zur Schule gehen, sich um einen Job bemühen, für ihre Ziele kämpfen. Nur ein paar Kilometer die Straße runter ist die Welt eine andere. Es ist Fashion Week, das Top-Mode-Ereignis für die New Yorker Gesellschaft. Hier treffen sich die Damen des alten und neuen Geldadels. Die ewige Jugend gibt es nicht. Aber um die Schönheit zu konservieren, investieren sie alle viel. Die neue Frühjahrskollektion von Douglas Hammond wird gleich vorgeführt. Der Designer lebt davon, dass er seiner reichen Klientel auf der Park Avenue Maßgeschneidertes verkauft. Die Models, nervös vor dem Auftritt. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Douglas Hammond ist der Hahn im Korb, der seine Kundinnen versteht. Ich kann mich so lange halten, weil ich weiß, wen ich anziehe und wo die Kundin das jeweilige Teil tragen wird. Ich denke, das ist der Schlüssel. Finde heraus, wer deine Kundin ist. Lebe ihr Leben. Du kannst Luxus nicht designen, wenn du ihn nicht lebst. Klassisch modern nennt er seinen Stil. Mode aus teuren Stoffen.
Angefangen hat er als einfacher Schneider. Jetzt kleidet er die reichsten Damen New Yorks ein. Der Erfolg hat ihn beflügelt, eine eigene Boutique aufzumachen. Intim, klein, exklusiv. 15.400 US-Dollar kann so ein Kleid dann schon kosten. Oder auch mehr. Meine Kundin ist eine Kennerin von Kleidung, von allem. Und sie mag wirklich feine Dinge. Sie sammelt Kunst, Antiquitäten. Sie verfügt in der Regel über verschiedene Häuser und sie ist sehr wohltätig. Kundinnen bei der Beratung? Nein, die bekommen wir nicht zu sehen. Der Meister muss seine Exklusivität wahren. Und vor allem die Anonymität seiner Kundinnen. Erfolgreich in New York. Douglas Hannant ist ein Beispiel für die Aufstiegschancen in Amerika. Avenue 535. Hier kosten die Apartments zwischen 3 und 20 Millionen US-Dollar. Hier wohnt Annette Elvey. Die Immobilienmaklerin kleidet sich dezent und anspruchsvoll. Dies gilt auch für ihr Apartment. Dazu gehört eine umfangreiche Sammlung von Sterling-Silber. Für so eine Teekanne zahlt man bis zu 25.000 Dollar. Ihr Mann Malcolm verdient sein Geld als Transportunternehmer. Gemeinsam sammeln sie Kunst. Was ist das? Das ist ein Picasso. Wir konnten nicht widerstehen? Wir konnten nicht widerstehen. Wir liebten Picasso immer schon und der war für unser Budget erschwinglich. Und heute ist er viel mehr wert? Mhm, schön. Seine zwei Miros und Werke südafrikanischer Künstler zeigt er uns voller Stolz. Er habe immer wegen der Freude am Kunstwerk gesammelt. Die Wertsteigerung sei ihm egal. Die Elveys sind fest verwurzelt in der amerikanischen Oberschicht. Den Mittelstand sehen sie in den USA bedroht. Die Mittelklasse stagniert. Sie mag sicher nicht, dass die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den Armen größer geworden ist. Es geht auch um den Unterschied zwischen denen, die wohlhabend sind und denen, die enorm reich sind. Ich glaube, dieser Unterschied war noch nie so groß wie jetzt. Für die Elveys ist die Kluft zwischen Arm und Reich nicht wirklich wichtig. Malcolm Elvey erwartet auch keine Besserung durch die Politik in Washington, egal wer die Wahl gewinnt. Nördlich vom Grunde Central Park sind wir wieder in Harlem. Jede Woche hält die mobile Suppenküche an der Ecke Park Avenue und 125. Straße. Freiwillige aus dem New Yorker Umland versorgen die Obdachlosen. Etwas zu essen, Toilettenartikel und religiöser Beistand. Die meisten Helfer hier kommen aus dem christlich-konservativen Lager, sind überzeugte Republikaner. Natürlich müssen die, die haben, den Armen etwas abgeben, sagen sie. Aber wie viel, das muss jeder für sich selbst entscheiden und schon gar nicht der Staat. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden politischen Lagern. Rebecca kommt regelmäßig hierher. 41 Jahre alt, süchtig seit frühester Jugend. Heroin, Crack oder was ihr in die Finger kommt. Obwohl sie HIV-positiv ist, verkauft sie das, was von ihrem Körper übrig ist. Für 20 Dollar oder einen Schuss. Amerika ganz unten, mitten auf der Park Avenue. Hier geschieht alles. Von Drogenhandel über Prostitution bis zu Raubüberfällen. Hier gibt es eine Menge Stellen. Zum Beispiel das Hotel da hinter mir. Das Hotel da? Ja, das Hotel ist bekannt als Hotel für Prostitution und Drogen. Die Dealer leben da drin. Das ist ein verrücktes Hotel und ekelhaft. Ein Stundenhotel mit noblem Namen. Rebeccas Geschichte ist schwer auszuhalten. Und doch nicht selten auf diesem Abschnitt der Park Avenue. Ein Kreislauf aus Abhängigkeit, Missbrauch, Gewalt, Hilfe und Rückfällen. Rebecca aber sieht sich nicht nur als Opfer. Ich lebe nicht. Ich existiere nur. Es ist sehr animalisch. Und ich finde, niemand sollte sein Leben führen. Aber jeder trifft seine Wahl. Wem gibst du daran die Schuld? Mir selbst. Ich alleine habe diese Wahl getroffen. Niemand muss etwas tun, das er nicht will. Und nur du selbst kannst irgendwann den Entschluss fassen, wieder auf die Füße zu kommen. Der uramerikanische Glaube an die Eigenverantwortung scheint auch in Rebecca noch nicht vollständig erloschen zu sein. Irgendwann muss es einfach wieder nach oben gehen, ob
Optimismus ist vielleicht die größte Stärke der Amerikaner, auch im Angesicht des Abgrundes. Der taxifahrende Börsenmakler Jack holt uns wieder ab. Sein Abstieg in die untere Mittelklasse hat ihn geschockt. Er muss jeden Tag 12 Stunden fahren, damit es für ihn und seine Familie reicht. Das Land ist gespalten zwischen Arm und Reich. Es ist verdammt schwer, in der Mittelklasse zu sein. Solange wir uns täglich ums Überleben sorgen müssen, bleiben wir in der Defensive. Amerika muss aber wieder in die Offensive. Ich glaube, wir sind gerade wie eine Steinschleuder. Das Gummiband ist ganz nach unten zurückgezogen. Und irgendwann wird es mit großer Wucht nach vorne schnellen und uns in neue Höhen katapultieren. Bestimmt. Sonntagsgottesdienst in der christlichen Kirche Park Avenue, eine der Freikirchen in New York. Das Publikum gemischt, sowohl Reiche aus der Nachbarschaft als auch Ärmere aus Brooklyn und Queens. Im Gospelchor singt Frank Tyson, gelernter Bürokaufmann, arbeitslos. Im Chor erfährt er Unterstützung und Solidarität. Zu einem neuen Arbeitsplatz konnte ihm die Gemeinde nicht helfen. Tyson ist Opfer der Wirtschaftskrise. Vor 3 Jahren verlor er seinen Job. Die christliche Gemeinde Park Avenue ist ein Stück Familie für ihn geworden. Er versucht alles, wieder arbeiten zu können. Nach dem Gottesdienst bleibt Frank noch da. Er will uns auf jeden Fall etwas mitgeben. Ich habe was für Sie wegen meiner Arbeitslosigkeit. Was ist das? Mein Lebenslauf. Ich habe ihn immer dabei. Man kann ja nie wissen, vielleicht klappt ja mal was. Franks Mutter und seine Schwester sind binnen 2 Jahren verstorben. Im Februar letzten Jahres lief die Arbeitslosenunterstützung aus. Sein Zuhause ist nun auch sein Büro geworden, von wo er schon über 300 Bewerbungen geschrieben hat. Bisher ohne Erfolg. Du hast Zeiten, da bist du wirklich gut drauf. Und du hast Zeiten, da bist du müde von den vielen Absagen. Dann willst du erst mal von allem nichts wissen. Aber dann raffe ich mich wieder auf. Ich schreibe, ich bin ein guter Assistent für jeden, ein guter Mann für den Postdienst. Alles, womit ich den Fuß in die Tür bekomme, mache ich. Wenn man erst mal einen Fuß in der Tür hat, dann kommt man auch weiter. Seit 1,5 Jahren lebt Frank schon von seinen Ersparnissen. Ein halbes Jahr reicht das Geld noch. Trotzdem bleibt er optimistisch. Wenn ich durch die Stadt gehe und Menschen sehe, die in Kartons leben, da sage ich mir, Frank, dir geht es doch noch gut. Du hast noch Geld. Manche Menschen haben noch nicht einmal das. Mir geht's gut. Ich werde überleben. Das tägliche Überleben verlangt Disziplin. Und die lernen die wenigsten auf der Straße. Wir sind in einer kleinen Boxhalle in einer Seitenstraße der Park Avenue in Harlem. Wer sich als Jugendlicher mit den Gangs einlässt, der hat meist schon verloren. Wer sich aber hier schlägt, hängt nicht rum auf der Straße. Und genau das ist das Ziel. Viele Kinder hier kommen aus Haushalten mit alleinerziehenden Eltern, wenn sie überhaupt welche haben. Oft sind die Eltern im Gefängnis, tot, auf Drogen oder die Mutter ist sonst was. Dann bleiben nur die Großeltern. Die können ihnen oft keine Disziplin beibringen. Viele enden dann auf der Straße, gehen in Gangs, weil sie nirgendwo sonst hin können. Wir holen sie von der Straße und geben ihnen eine Perspektive. Brandon kommt regelmäßig hierher. Mit seinem Großvater und seinem Bruder. Der 11-Jährige boxt, seit er ein Kleinkind ist. Und hofft darauf, eines Tages als Profi um die Welt zu reisen. Viele andere Kinder, so mit 17, nehmen Drogen und so ein Zeug. Ich bin nicht einer von denen. Ich möchte Disziplin lernen, um nicht auf der Straße zu landen. Und ich möchte andere aufs Boxen aufmerksam machen. Hängst du nie mit Leuten aus Gangs rum? Natürlich nicht. Warum nicht? Wenn ich in eine Gang gehen würde, würde ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, verstehst du? Wenn ich aber boxe, schärfe ich meinen... Brandon boxt meist mit seinem kleinen Bruder, Brian. Der 9-Jährige bekommt dabei so einiges ab.
Alles im Namen der Disziplin, versteht sich. Ich will ihn eigentlich nicht so feste schlagen, aber das muss sein. Nur so hat er einen Grund, die Hände oben zu halten, zur Deckung, verstehst du? Wenn er die Hände unten hat, kann ich ihn einfach K.O. schlagen. Also muss ich ihn dazu zwingen, die Hände oben zu lassen. Aber ich möchte ihn nicht schlagen, denn er ist mein Bruder und ich liebe ihn. Nur wer alles gibt, hat eine Chance, sich zu verbessern. Vor allem, wenn man aus armen Verhältnissen kommt. Die Ungerechtigkeit der Gesellschaft ist hier Ansporn. Wer Präsident wird, ob Romney oder Obama, ist den meisten egal. Es geht um das Grundsätzliche, Politik im Boxring. Die Politik tut gar nichts für uns, für andere schon. Für die, die Arbeit haben und Geld. Aber für den Armen ändert sich nichts. Er bleibt immer ganz unten. Deshalb müssen wir uns noch viel mehr anstrengen, um weiterzukommen. Wir haben den Irak aufgebaut, Afghanistan. Es wird Zeit, dass wir unser Land wieder aufbauen. Wenn Amerika wieder stark werden soll, müssen wir unten anfangen, bei unserer Jugend. Wir investieren immer nur in die Staaten, nicht in die 90%. 90% der Amerikaner aber brauchen Hilfe. Amerika zweifelt an sich selbst. Auf beiden Seiten der Park Avenue, wenn auch unterschiedlich stark. Im Norden lässt der Überlebenskampf wenig Platz für Träume von einer besseren Zukunft. Im Süden leben viele weiter glücklich im Besitz der Macht und des Reichtums. Doch auch hier leidet das einst unerschütterliche Selbstvertrauen. Aber beide Seiten machen weiter, als wäre nichts passiert. Die Park Avenue verbindet zwei Welten, ohne dass sie zusammenkommen. Reich und Arm treffen aufeinander, aber sie begegnen sich nicht. Eine stabile Mitte haben wir nicht gefunden. Die Gesellschaft droht zu zerreißen und das schwächt Amerika nachhaltig, egal wer gewählt wird. Ich versuche hier mein Geld zu verdienen. Park Avenue ist der Ort, an dem man sein muss. Here's the place to be. As you can see, some of us ain't doing too well now, but still, we own Park Avenue, just in a different sector, you know what I'm saying? They down there and we up here. Mm-hmm. This is Manhattan, baby. It's all the same. It's just one part got the cash and one part got the...